Einen wunderschönen guten Morgen aus Kroatien. Da steht Werner. Ich habe richtig gut geschlafen. Also es macht schon viel aus, wenn es sich abends wenigstens etwas abkühlt und dann nicht mehr ganz so heiß ist. Und ich hatte auch keine Mücken im Auto, also wunderbar. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Jetzt frühstücke ich schnell, packe zusammen und dann geht's auf Richtung Slowenien. Ich bin schon gespannt, wo es mich hinführt. Ich bin startklar. Meine Haut glänzt noch von der Sonnencreme. Jetzt geht's weiter Richtung Ljubljana. Ich war hier so gemütlich und warte immer noch auf die nächste Tankstelle, wo ich mir einen Kaffee kaufen kann. Und plötzlich... Seht ihr das? Stehe ich an der slowenischen Grenze. Mist. Hier war aber auch nichts. Keine Tankstelle, nichts. Na gut, dann hebe ich mir die 60 Kuna für nächstes Mal auf. Aber ich packe das immer in den Tresor zu Hause und wenn ich nächstes Mal losfahre, vergesse ich das. Ich muss es in den Reisepass packen. Ich bin in Slowenien und schaut doch mal, wie schön es hier ist. Es donnert und blitzt hier und es fängt an zu tröpfeln. Und trotzdem möchte ich diesen Ausblick euch nicht vorenthalten. So, ich bin jetzt hier irgendwo mitten in den Bergen in Slowenien in so eine urgemütliche Gaststätte eingekehrt, weil es regnet eh und auch in Ljubljana regnet es. Ja, genau. Der hat mich jetzt gerade durcheinander gebracht, welche Kartoffeln ich möchte. Bratkartoffeln. Und hier gibt es richtig leckeres Essen, was ich eigentlich den ganzen Balkan schon erwartet hatte. So Fleisch mit Soße und Beilage und ja, ich freue mich richtig drauf. Und dann geht's nach Ljubljana, wo es jetzt noch regnet. Ich hoffe, dass es in der Zwischenzeit aufhört. Hier ist jetzt richtig Gewitter draußen, also habe ich Zeit. Na, das sieht ja schon mal lecker aus. Herzlich willkommen in Ljubljana. Da vorne steht Werner. Ich stehe hier tatsächlich 8 Minuten vom Stadtkern entfernt nur. Das ist ein Parkplatz, ihr seht es schon, da steht noch ein Camper, den man auf Park4Night findet. Und hier zahlt man für eine Stunde 1,20 Euro und kann hier relativ lange stehen, also maximal 4 Stunden. Bisschen Kleingeld mitbringen oder EC-Karte. Ja, dann werde ich das mal reinpacken ins Auto und dann geht's los auf Erkundungstour. So, jetzt bin ich schon mal an irgendeinem großen Platz angekommen. Ich werde mal da drüben laufen, da sieht es entspannter aus. Oh, auf einen leckeren Kaffee freue ich mich ja. Ljubljana erstaunt mich irgendwie total. Bisher war es für mich ein Ort, wo man durchfährt, wenn man nach Kroatien will. Aber die Stadt hat so viel mehr zu bieten. Ich bin hier durch kleine Gassen, an vielen Cafés vorbeigegangen. Hier ist jetzt auch ein Park. Man kann super dicht am Stadtkern parken. Alles kein Problem, nicht überfüllt und gefällt mir richtig gut. Come on!
Und was gehört zum Stadtbesuch dazu? Ice Cream. Oh, jetzt bin ich auf dem Wochenmarkt gelandet. Die packen leider alle schon ein. Mal schauen, was es gibt. Da hinten ist noch alles geöffnet. Schauen wir mal. Zum Vergleich, Nektarinen kostet hier das Kilo 4 Euro hier auf dem Wochenmarkt. Und in Kroatien am Straßenrand habe ich 2,50 Euro bezahlt. Auch frisch gepflückt. Wow, so viele Schlösser gibt es nicht mal in Köln, oder? Schaut mal bis dahin. Und da drüben geht's weiter. Wahnsinn. Ist eine Brücke, hier kann man durchschauen. Man läuft über Wasser. Sehr schnucklig bei dem Wetter. Die haben hier so eine Sprinkleranlage eingebaut. Hier ist extra für Kinder. Da kann man sich so ein bisschen erfrischen. Die Burg hoch oben über Ljubljana ist seit 900 Jahren dort oben auf dem Hügel. Sie ist die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt. Vom Aussichtsturm und von den Burgmauern kannst du den schönsten Blick über die Stadt finden. Und in den Burgräumen gibt es Museumsausstellungen slowenischer Geschichte. Dann findest du dort noch das Puppentheatermuseum und andere historische Räume und Ausstellungen. Und Eintritt kostet mit Standseilbahn im Jahre 2022 16 Euro pro Person. Kinder und Studenten zahlen 11,20 Euro. Und ohne Fahrt mit der Standseilbahn kostet der Eintritt 12 Euro pro Person. Hier ist auch noch mal ein Plan der Stadt. Da ist die Festung, die da oben. So, und wir sind gerade hier an diesem Punkt in der Mitte. So, first things first. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Dieses hübsche Gebäude ist übrigens die Nationalgalerie. Eigentlich wollte ich jetzt zum Auto gehen, aber diese Klänge haben mein Interesse geweckt und jetzt schauen wir mal, was da los ist. Also ich bin ja in Slowenien und auch hier kann kaum jemand Englisch. Auf jeden Fall nicht an der Tankstelle. Und jedenfalls, ich gehe hin und sage 3 und bezahle und setze mich ins Auto, kommt der hinter mir hinterher gerannt und ich denke, was will er denn jetzt? Und erzählt mir irgendwas auf Slowenisch und ich, Und ich dann gefragt, soll ich wieder mitkommen? Und er, ich soll wieder mitkommen. Und der hinter mir, der konnte gut Englisch. Der andere Kunde, und der hat mir dann erklärt, er hat meine Zahl auf Englisch nicht verstanden und hat 2 eingegeben und ich hatte aber die 3 und ich habe jetzt praktisch 60 Euro bezahlt statt 30 Euro und dann haben sie sich gewundert, weil der hinter mir, der gut Englisch konnte, der hatte dann die 2 und
Ja. Und jetzt mussten sie das irgendwie zurückrechnen. Mit der Kreditkarte ging das aber nicht. Und jetzt haben sie gefragt, ob der es nicht bezahlen kann. Dann ist er zum Geldautomaten gegangen, hat Geld geholt, hat praktisch seine Tankrechnung bar bezahlt und der hat mir dann die Hälfte in bar zurückgegeben, sozusagen. Also, ja, so ist es manchmal. Endlich bin ich angekommen. Da steht Wenner und hört ihr was? Tada! Ich drehe gleich mal um. Ich könnte theoretisch bis hier, wo ich stehe, fahren und dann in diesem Fußbett hier stehen. Aber ich traue mich nicht. Ist das nicht schön?